Herzlich willkommen zu unserem Kongress. Am Anfang war die Seele, wo das Leben beginnt und wie wir es begreifen. Heute ist bei uns zu Gast der Franz Rengli. Und Janine, möchtest du den Franz Rengli mal vorstellen? Genau. Franz Rengli kommt aus Basel, aus der Schweiz. Und Franz hat angefangen als Biologe und hat damals in seinen jungen Jahren hat er Primaten beobachtet und kam dadurch dann auf die Idee, mehr auch die Menschen zu beobachten und wurde Psychoanalytiker zuerst, hat dann begonnen, als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut zu arbeiten und hat sich quasi, hat dann aber auch gemerkt, dass Körper und Geist und die Seele miteinander zusammenhängen und wurde dann Körperpsychotherapeut und ist darüber dann auch zur Prä- und Perinatalpsychotherapie gekommen. Und darin arbeitet er jetzt seit 50 Jahren, also in diesen gesamten Praxisjahren ist er seit 50 Jahren dabei. Er ist außerdem Autor von zahlreichen Büchern und Artikeln. Er leitet Ausbildungsseminare und Workshops und er ist, er trifft nach wie vor Familien mit Babys, um sie zu unterstützen. Und er ist ein Forscher von den Quellen der in der größten Tiefe der Seele liegenden Todesängste, die unser Erleben und unser Verhalten bestimmen und uns steuern und uns krank machen. Er forscht über die frühe Eltern-Kind-Beziehung ab der Zeugung und ihre prägende Bedeutsamkeit. Lieber Franz, wir heißen dich ganz herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung von euch beiden. Ja, ich komme gleich mal auf dein letztes Buch, ist das, glaube ich, das Verlassenheit und Angst, Nähe und Geborgenheit. Stimmt das? Ja. Und das ist eine Zusammenfassung von all meinen früheren Forschungen über das Kind im ersten Lebensjahr. Mhm. Darin eine pränatale Arbeit. Ja. Darin führst du eine oder machst du eine anhand ja, einer Kultur oder machst du die Mutter-Kind-Beziehung anhand von einer Kulturgeschichte ganz sichtbar. Du zeigst anhand von kulturhistorischen Zeugnissen und Malereien zum Beispiel, also den Marienbildern, dass mit der Entwicklung in den Hochkulturen und in dem Bau von Städten eine systematische Trennung von Eltern und ihrem Kind stattfand. Magst du uns dazu was erzählen? Wie können wir das verstehen und welche Bedeutsamkeit hat das für uns? Du hast am Anfang so erzählt, dass ich Zoologe bin. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das Erleben des ersten Lebensjahres vor allem eine Bindung des Kindes zur Mutter ist. Das ist das hauptsächliche, sein hauptsächliches Erleben. Das steht heute im Zentrum von allen Forschungen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ursprünglich das Baby bei den Affen immer auf dem Körper ist, bei der Mama, Tag und Nacht. Und dieses Wissen haben offensichtlich die ursprünglichen Kulturen, die noch in Dörfern zusammenleben, automatisch übernommen. Auch da ist das Baby Tag und Nacht in Körperkontakt mit der Mutter oder mit einer anderen Betreuerperson. Und was mir dann aufgefallen ist, dass dort, wo die Menschen angefangen haben, die Dörfer zu verlassen und Städte zu bauen, wird Mutter und Kind voneinander getrennt. Und je höher die Kultur, desto schärfer die Trennung. Und was mich dann vor allem interessiert hat, ist, wie ist diese Trennung in unserer Kultur, als im 11., 12. Jahrhundert unsere Städte angefangen haben aufzublühen, in Italien, dann in Holland, in den Niederlanden, in Deutschland, in Böhmen. Und ich habe festgestellt, dass diese Trennung immer extremer wurde, damals erstmal, indem das Kind nächtlicher, die Hochkulturen trennen Mutter und Kind immer. Aber damals
Als unsere Kultur zu entstehen begann, wurde das Kind auch des Nachts von der Mutter getrennt und durfte nicht mehr bei der Mutter schlafen. Mhm. Und ihm wurden die Wiege zugewiesen und es war von der Mutter getrennt. Und dann hat mich interessiert, die Pest im Mittelalter. Und ich habe die Pest, wo damals so viele Menschen gestorben sind, als Ausbruch einer Massenpsychose verstanden, infolge dieser Trennung von Mutter und Kind. Mhm. Das ist so der Ansatz in diesem Buch über die Entwicklung von unserer Kultur. Mhm. Und anhand der Malereien im Mittelalter, da ist Mutter und Kind das Thema schlechthin. Ein Viertel aller Bilder während 300 Jahren ist Mama und Baby, Maria und Jesus ist das Zentrum. Und anhand dieser Bilder analysiere ich, wie diese psychotischen Strukturen in unserer Gesellschaft entstanden sind. Ja, wie verstehst du das, diese psychotischen Strukturen? Was bedeutet das? Also was ich festgestellt habe bei den Marienbildern, und ich habe tausende von Marienbildern angeschaut und erst dort ist mir das aufgefallen, wenn man so viele sieht. Meistens sind die Bilder ganz unauffällig. Das Baby sitzt der Mama auf dem Schoß und segnet oder schaut die Mama an oder macht irgendetwas. Mhm. Aber es gibt zwei extreme Entwicklungen in diesen Bildern. Und auf der einen Seite ist das Baby liegt am Boden, meistens nackt. Und die Mama betet es stur an und kümmert sich überhaupt nicht, was das Kind macht, dass das schreit und tobt. Und zum Teil furchtbar verkrüppelt ist. Das ist das eine Extrem, das Bild von der Trennung von Mutter und Kind. Und auf der anderen Seite gibt es eine erotische Übernähe, die einfach umwerfend ist. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld drin haben die Maler meistens beide Extreme dargestellt, sowohl diese Trennungsbilder wie diese erotische Übernähe, und haben damit unbewusst ihr eigenes Schicksal, das Schicksal der Menschen in der damaligen Zeit festgehalten. Mhm. Und meine Erklärung ist, dass durch die Trennung die Ängste der Menschen immer größer wurden, diese Todesängste, die du am Anfang angesprochen hast, und die Trennung, die Bilder, wo das Baby getrennt ist und nackt am Boden liegt, ist ein Ausdruck dieser Trennung von der Mama, die nächtliche Trennung. Und auf der anderen Seite, wenn die Mama dann endlich wieder zum Baby darf und beim Baby ist, ist da eine Übernähe, die geradezu umwerfend ist. Und da dazu habe ich dann den Hintergrund, den kulturgeschichtlichen Hintergrund gezeigt, dass wenn Trennung stattfindet, steigen die Ängste an. Und je schärfer die Trennung, desto mehr die Ängste. Und die Männer lösen die Ängste, indem sie quasi die Sexualität aus der Beziehung rauslösen. Und die Sexualität mit einer Geliebten oder irgendwie sonst erleben, aber nicht in der Beziehung. Und die Mütter fühlen sich dann entsprechend zu Recht verlassen. Ja. Und dann ist das Baby ihr quasi Ersatz für den fehlenden Mann, für die emotionale Nähe. Und damit kommt das Baby dauernd zwischen, dass es verlassen wird, und auf der anderen Seite wieder ist die Mama mit viel zu großen Erwartungen an das Baby und es ist dauernd hin und her gerissen. Und das ist der Beginn dieser psychotischen Entwicklung in unserer Kultur, die ich dargestellt habe anhand der Marienbilder, die natürlich nichts mit Maria und Jesus historisch zu tun haben, sondern wie die Maler damals reflektiert haben über die Mutter-Kind-Beziehung in der damaligen Zeit. Ja. Und noch zur Psychose. 100 Jahre nachdem die Pest ausgebrochen ist, haben die Männer dann angefangen, ihre Frauen als Hexen zu verbrennen. Da sind Hunderttausende von Frauen verbrannt. Das heißt, Europa ist kollektiv in eine psychotische Struktur verfallen. Europa war kollektiv psychotisch. Magst du noch mal erklären, was man unter dieser Psychose versteht? Also was ja. ist denn eine Psychose? Genau. Psychose ist, das ist die klassische Definition von der tiefen Psychologie her, ist eine absolute Trennung zwischen Gut und Böse. Und das
Gut und Böse nichts miteinander zu tun haben. Ich bin nur gut, das Böse ist nur außen. Und dazu, zu dieser scharfen Trennung gehört aber noch, dass die Realität verloren wird. Es ist kein Realitätsbezug mehr. Ein Beispiel aus der jüngsten Entwicklung in Deutschland: die arische Rasse und auf der anderen Seite die 6 Millionen vernichteten Juden. Das gehört unmittelbar zusammen. Die haben nichts miteinander zu tun. Währenddem eine reife Entwicklung ist, ich schätze mich selber, aber ich weiß auch um meine Schattenseiten und die machen mir immer wieder zu schaffen, oder ich bin mit dir verheiratet und ich mag dich furchtbar gut, aber ich sehe auch deine Schattenseiten und die machen mir dann immer wieder zu schaffen. Wenn man gute und schlechte Seiten beim gleichen Menschen, bei sich selber zusammen erleben darf. Das ist gesunde Struktur. Die scharfe Trennung ist Psychose. Ja. Also im Prinzip heißt das, ne, wir, als wir Menschen angefangen haben, Städte zu bauen, konnte das Leben so nicht mehr fortbestehen, dieses sich gegenseitig unterstützende Leben. Und die Menschen sind mehr so vereinzelt, separiert voneinander, haben sie gelebt, und dadurch konnten die Mütter ihren Babys nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geben. Ist das so? Nein, die Mütter wurden gezwungen, sich von ihren Babys zu trennen. Die haben die Babys nicht freiwillig hergegeben. Aber ich verstehe diese Trennung als notwendige Anpassung, sonst hätten die Menschen emotional nicht überlebt in den Städten. Da musste es eine Entfremdung geben, damit die das aushalten, nicht mehr dauernd ganzen Tag in ihrem Verband, in ihrem Dorf zu leben, sondern eingekastelt in ihre Häuser, heute in ihre Wohnungen, dass sie das überhaupt aushalten, das halten die nur aus durch diese scharfe Trennung am Lebensanfang. Mhm. Und das daher auch. Und was ich dann auch gezeigt habe, ist natürlich, dass mit der Pest im 14. Jahrhundert die Entwicklung dieser Trennung nicht beendet wurde, sondern dass vor allem, wenn der Handelskapitalismus abgelöst wurde im 17., 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, dieser Übergang in den vom Handelskapitalismus in den Industriekapitalismus, dass diese Trennung immer schärfer wurde. Kinder haben ein eigenes Zimmer, durften nicht gestört werden, nur alle 4 Stunden füttern. Also wir haben im Industriekapitalismus wirklich eine perfekt psychotische Struktur erzeugt in unserer Kultur als Anpassung mit einem riesen Hunger im Hintergrund, und nur dadurch kann der Industriekapitalismus überhaupt überleben. Verstehe ich das jetzt richtig? Also der Zwang, den die Mütter da erlebt haben, der kam daraus, dass es diese Trennung auch schon unter den Erwachsenen, also im Zusammenleben in der Gemeinschaft gab und der nicht zu ertragen war? Oder also ich finde den Zusammenhang gerade noch nicht so. Ich weiß nicht, was ist zuerst, das Huhn oder das Ei? Ja, genau. Ah, okay. Genau. Ja. Also pass auf, das ist ein dauernd sich repetierender, wechselseitiger Prozess. Man kann nicht sagen, das eine ist, doch, zuerst sind die Städte. Die Menschen haben angefangen, Städte zu bauen, und dann mussten sie emotional damit zurechtkommen. Und damit sie damit zusammen, weil das erste Lebensjahr so prägend ist, und dort unser grundsätzliches Erleben festgelegt wird, mussten sie quasi im ersten Lebensjahr in der Mutter-Kind-Beziehung etwas verändern, damit die überhaupt ausgehalten haben, in diesen Städten zu leben. Und da kam diese immer heftigere Trennung von Mutter und Kind, und die war schon in Sumer. Sumer war die erste Hochkultur auf unserer Welt. Und schon Sumer hat diese Trennung gehabt, und Sumer war eine Kultur, die immer so Borderline-Struktur, die immer so in der Nähe einer Psychose gelebt haben. Und da gibt es unglaubliche Dokumente über weinende Kinder. Also dort hat das Kinderweinen, in den ersten Städten hat das Kinderweinen angesetzt. Hm. Verstehst du es jetzt? Also je höher die Kultur, desto immer mehr wird diese Trennung gefordert,
von den Müttern und die Mütter geben ihre Kinder nicht freiwillig her. Das fordert die Kultur. Ja. Zum Beispiel bei uns durch die Priester, die auf den Kanzeln predigen, die Mütter dürften ihre Kinder nicht mehr nachts ins Bett nehmen. Später die Ärzte, die sagen, Wiege sei nicht gesund als Ersatz für Körperkontakt, die müsse abgeschafft werden und. Es gibt immer wieder verschiedene Vertreter, die Sprachrohr sind, um diese Trennung zu verschärfen. Und dann, was so mein großes Anliegen war, wir sind in einer perfekt psychotischen Gesellschaft drin, alle mit einem tobenden Baby im Innern. Das wäre ja ein unendlich negativistisches Weltbild. Und mein Weltbild ist genau das Gegenteil. In den 60er Jahren hat es in Amerika die Hippies gegeben mit dem Spruch Make Love, Not War. Die haben wirklich ins Zentrum getroffen des Menschseins. Und die Hippies haben als Massenkultur, haben die Mütter ihre Kinder wieder im Tragetuch herumgetragen, wie das die ursprünglichen Kulturen gemacht haben. Und diese Vorbilder der Hippies sind zu einer Massenbewegung geworden heute, sodass ich vermute, etwa ein Drittel der Eltern, der Mütter, ihre Kinder wieder auf den Körper nehmen. Und in ganz progressiven Familien darf das Baby auch nachts im Familienbett neben Papa und Mama schlafen. Und das heißt, diese Eltern hören die Weinen des Kindes wieder als Todesängste und nimmt dieses Weinen ernst. Und das ist eine Heilung in unserer Gesellschaft, die einfach umwerfend ist, was da geschehen ist nach Tausenden von Jahren von Trennung. Mhm. Das ist mein großes Anliegen. Und mein großes andere Anliegen ist zu zeigen, dass nicht die einzelne Person verrückt ist und krank ist, sondern unsere Gesellschaft und dass wir krank sind bis in die Knochen rein. Und nun ist es ja aber auch so, dass wir, also dass die, was unsere Generationen vor uns gelebt haben und erlebt haben, die vielen Traumata, die stecken ja auch in uns drin. Das heißt, wir bekommen die auch. Und wenn jetzt wir als Mütter unsere Babys beginnen zu weinen, dann schalten sich automatisch die Erinnerungen ein an unsere eigenen Traumata und die unserer vorherigen Generationen. Ne? Das heißt, genau, wir stecken immer wieder ganz tief drin und wir wissen nicht, warum weint auch mein Baby so doll. Also ne, das sind ja auch die Babys, die zu uns kommen, zu mir und zu dir, Franz, und auch zu Desiree. Und die Eltern sind ohnmächtig und fallen in ihre Ohnmacht rein. Ne? Und das ist genau richtig, was du sagst. Das Baby weckt mit seinen Tränen unsere alten Verletzungen, unsere alten Todesängste, unser tobendes Baby in uns selber. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich den Müttern in den letzten 50 bis 70 Jahren wie als Helden sehe, denn sie haben ihre Babys auf den Körper genommen und die Babys haben natürlich dann nicht einfach aufgehört zu weinen, sondern haben weiter auf dem Körper geweint. Und sie sind weiterhin bei ihrer Methode geblieben und haben automatisch gespürt, Baby hört zwar nicht auf zu weinen, aber ich nehme es und ich merke, das tut dem Baby gut. Und damit konnte das Baby aus seinem Trauma langsam herauskommen. Mhm. Und das ist eine unglaubliche emotionale Anstrengung, die diese Mütter und diese Eltern in den letzten 50 Jahren auf sich genommen haben und ist zu einer Massenheilung unserer Gesellschaft geworden. Da sehe ich die große Hoffnung für die Zukunft. Ja, ich auch. Ne? Genau. Für mich natürlich, du arbeitest auch mit Familien, für mich ist immer wichtig, wenn ein Kind weint oder wenn es nachts nicht schlafen kann oder irgendwelche Symptome zeigt und Erbrechen, dann ist nicht die einzelne Mutter verrückt oder der einzelne Vater, sondern unsere Gesellschaft ist krank bis in die Knochen und das zeigt sich jetzt halt bei dieser Mama mit ihrer Geschichte so und bei diesem Papa mit seiner Geschichte auf diese Art und Weise. Nicht pathologisieren, das ist für mich das Wichtige. Ja, genau. Und dennoch, also
brauchen ja die Eltern ganz, ganz viel Unterstützung dennoch, ne, um auch wieder aus ihrer Ohnmacht herauszukommen, also herauszufinden und nicht in ihrem Schmerz zu stecken, sondern ihrem Kind zuzuhören. Genau. Ja. Das heißt, es braucht eigentlich unglaublich viel Unterstützung. Und was wir jetzt, oder was ich unterschlagen habe, ist, ich habe ja mit meiner Forschung von diesem Buch immer das erste Lebensjahr gezeigt, meine Forschung über das erste Lebensjahr. Aber als pränataler Therapeut wissen wir ja, dass das Seelenleben, er beginnt im Mutterleib drin. Und die Bindung entsteht nicht erst im ersten Lebensjahr, die ist zwar dort extrem wichtig, sondern die entsteht natürlich im Mutterleib drin. Und meine Ergebnisse, und das wird sich wahrscheinlich mit deinen Erfahrungen decken, dass das Kind vom ersten Augenblick an zu erleben beginnt, ein voll erwachsenes natürlich nicht, ein voll erlebendes menschliches Wesen ist von allem Anfang an. Von der Zeugung an, ne? Von der Zeugung an. Und wir haben noch gelernt in der Weiterbildung, dass die Geburt das Entscheidende und die größte Angstschwelle ist und sich ein Leben lang wiederholt. Und meine Forschungen zeigen jetzt, dass je früher der Lebensanfang ist, desto größer und wichtiger sind die Erlebnisweisen und dass die Zeugung absolut im Zentrum steht von der Entwicklung und das wiederholt sich in der Schwangerschaft und das wiederholt sich in der Geburt und im ersten Lebensjahr und ein ganzes Leben lang in der Partnerschaft, in Berufswahl und so weiter. Also die ganze Entwicklung ist wichtig. Natürlich ist das erste Lebensjahr entscheidend, das ist ja meine Forschung gewesen, aber mein Blickwinkel hat sich quasi immer mehr auf die Schwangerschaft konzentriert und dass dort der Beginn des Lebens, dort beginnt unser menschliches, unser seelisches Erleben. Ja. Hans, kannst du das vielleicht ein bisschen detaillierter beschreiben, was jetzt beispielsweise ganz am Beginn bei der Zeugung für Grundsteine gelegt werden könnten, für das heranwachsenden Menschen? Ich brauche dafür ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Ja. Ich hatte eine Frau, die ist im Laufe ihrer Beziehung in eine schwierige Lebenssituation gekommen. Sie ist in eine Psychose gefallen nach einem Tantra-Seminar. Und das Tantra-Seminar war wunderbar, das war nicht die Ursache, sondern im Gegenteil, sie hat im Tantra-Seminar zum ersten Mal erlebt, wie sie sich geborgen gefühlt hatte mit diesen beiden Leitern und vor allem mit ihrem Mann. Das hat sie unendlich zum Aufblühen gebracht. Sie selber hatte Eltern, die ganz emotional, vor allem einen Vater, der emotional wirklich völlig verkrüppelt ist und sich nicht zeigen kann. Und dann wollte sie so in einem Seminar quasi den Ursprung ihrer Psychose nochmal näher kennenlernen. Sie war fast ein halbes Jahr in der Klinik, wollte das nochmal durchleben. Und sie selber hatte das Bild, dass das mit einer nicht abgeschlossenen Geburt zusammenhing und hat dann eine wunderbare Geburt erlebt in diesem Seminar über 2 Stunden. Und ich hatte schon das Gefühl, damit ist die Arbeit beendet. Aber dann habe ich festgestellt, nein, das ist nicht so. Meine Mitarbeiterin ist in eine Rolle gefallen und hat dann plötzlich in der Rolle der Mutter gefragt, wie ist denn dieses Kind überhaupt in meinen Bauch gekommen? Die hatte keine Ahnung von der Welt, von Sexualität, von Entstehung, wie ein Baby entsteht. Und da haben wir gesehen, dass die Geburt ein entscheidendes Trauma war, aber unten drunter war das Trauma der Zeugung verborgen, diese totale Desorientierung der Mutter. Und dann kommt hier wieder die ganze Geschichte der Mutter hinzu, warum die in so eine Situation gekommen ist. Das ist schön zu zeigen, dass unter der Geburt oder unter schwierigen Schwangerschaftserlebnissen wirklich der Ursprung der Zeugung eigentlich heute im Zentrum steht. Und meine ganze Forschung geht jetzt immer mehr in Richtung dieser Zeugung, dass ich dir diese Frage kann ich dir in 10 Jahren ganz anders beantworten. Mhm. Darüber forsche ich jetzt. Das ist meine neueste Forschung, die Zeugung. Ja. Aber das Beispiel sollte ein bisschen illustrativ sein, ja, um zu sehen, wie viel am Lebensanfang. Ich kann dir noch von mir sagen, wie ich natürlich dazu gekommen
komme immer über meine eigene Forschung. Meine Eltern hatten sich bei meiner Zeugung sexuell bereits schon verloren. Ich habe zwei ältere Schwestern, da waren sie noch verliebt zusammen. Und meine Mutter hat sich immer mehr von meinem Vater wegbewegt. Sie hat dann ein Leben lang die Sexualität abgelehnt, bei sich und bei ihrem Mann. Und mein Vater hat sich ein Leben lang in andere Frauen verliebt. Er hat seine Sexualität zwar mit der Mutter gelebt, aber die Sexualität gehörte nicht in die intime Beziehung. Dort habe ich das erfahren, wie entscheidend dieser Lebensanfang ist. Ja, genau. Also alle emotionalen Zustände der zeugenden Eltern sind sozusagen von Relevanz. Ne? Und vor allem deswegen, weil dort die ganzen Geschichten bei der Mutter wieder hochkommen, die sie erlebt haben, und die ganzen Geschichten, die der Papa erlebt hat. Und dass die beiden Geschichten, die verflechten sich in der Zeugung drin. Ja. Und weil wir in einer psychotischen Gesellschaft leben, ist diese Mama verrückt und dieser Papa, wir alle sind es. Nur sie haben vielleicht viel an sich gearbeitet, sind ein bisschen weniger verrückt oder sind ein bisschen am sich herausarbeiten. Das heißt, das Kind hat die ganze Verrücktheit der Gesellschaft in dieser Zeugung erlebt, das Kind, die schon. Und trägt das in sich, ne? Und dann, trägt das ein Leben lang in sich. Und dann hast du auch mal gesagt, dass ein Baby immer versucht, auch schon im Mutterleib, dass es den Eltern gut geht. Also das würde gerne aus dem Mutterleib heraus etwas tun, damit es den Eltern gut geht. Das spürt natürlich, das Baby im Bauch spürt alles. Mein Lehrer William Emerson hat mal gesagt, das Baby kommt von Gott und aus der geistigen Welt und hat ein höheres Bewusstsein als wir. Also das ist genau die Umkehr. Das ist ein Stück Fleisch und das spürt nichts. Und wenn es dann halbjährig ist, beginnt sein Gefühl. Das ist die pränatale Psychologie, Psychotherapie ist genau umgekehrt. Das Baby hat ein höheres Bewusstsein und das spürt natürlich das Elend der Mama, das spürt das Elend des Papa und möchte eigentlich den beiden helfen, beiden für sich, aber auch, dass ihre Beziehung besser wird. Und das spürt ein Baby von allem Anfang an. Und William Emerson nennt das den fötalen Therapeuten. Das Baby, das im Bauch drin versucht, den Eltern schon zu helfen. Ja, was rätst du den Eltern? Rate ich den Eltern? sich mit unserer Kultur zu beschäftigen und zu sehen, wie verrückt die ist und dass sie nicht sich selber in Frage stellen müssen, sondern Vertrauen haben. Wir sind wirklich auf einem Weg, um uns aus dieser Verrücktheit herauszuarbeiten, ein Leben lang. Ich arbeite ein Leben lang an mir, um aus meiner Schizophrenie herauszukommen. Ich würde natürlich den Eltern Mut machen, diese frühen Gefühle und diese frühen verletzten Gefühle zuzulassen. Und zwar dem Papa wie der Mama. Und da ist für mich wichtig, die Mütter werden ja immer für alles verantwortlich gemacht. Die haben das Baby im Bauch und die geben ihm nachher die Brust und das Baby wächst meistens bei der Mutter auf. Das ist zwar alles richtig, aber das Baby im Jenseits hat Papa und Mama gewählt und nicht die Mama und ihre Beziehung und möchte mit dieser Konstellation von Mama und Papa etwas ganz Bestimmtes lernen in diesem Leben und deswegen bin ich auf diese Welt gekommen. Das ist bei allen Menschen so. Das ist mein Glaube, mein philosophischer Hintergrund von meiner ganzen Arbeit. Ja. Und was ich den Eltern raten würde, ist, dass sie sich mit sich selber auseinandersetzen, mit diesen tiefen Ängsten. Und mein neues Buch geht über Paarbeziehung und dass die Paarbeziehung eigentlich die fruchtbarste Möglichkeit ist, wie diese alten Verrücktheiten zum Vorschein kommen. Nämlich, ich bin total wütend auf meine Frau und finde die letzte Kuh und könnte die auf den Mond schießen. Und dann ist das Beste, wenn ich erst mal schlafe und dann am nächsten Morgen spüre, meine Güte, ich bin ja wieder in meine alte Verletztheitsfalle gefallen. Und meine Frau ist schwer okay. Und ich bin immer wieder so verletzt und dann kommt aus der
großen Wut vom gestrigen Tag, eine Dankbarkeit, dass meine Frau mich nicht verlässt, obwohl ich so verrückt bin. Dann kehrt die Wut um in Dankbarkeit und dass wir mit dem Partner, der natürlich unsere alten Verletzungen immer wieder auslöst, dass wir dann unsere alten Verletzungen spüren, die herkommen aus dieser Geschichte von der Schwangerschaft und der Verrücktheit von unserer Gesellschaft. Und so ist die Beziehung mit einer Partnerin, mit einem Partner, die beste Möglichkeit, die eigenen Verletzungen kennenzulernen. Und was ich den Paaren gönnen würde, ist, dass sie dafür ein bisschen sensibilisiert sind und nicht dauernd im Clinch sind, sondern letztendlich hat mir ein guter Freund gesagt, wenn er wütend ist auf seine Frau, geht er nur ins Bett, schläft und am nächsten Tag ist er völlig neu geboren und seine Frau auch. Und dann können sie sprechen über den Konflikt von gestern. Und das ist ein Mann, der heute noch mit 50 Jahren immer noch verliebt ist in seine Frau. Wunderbar, der macht das automatisch richtig. Wenn wir so in Krisen versuchen zu klären, dann fallen wir nur 10 Stockwerke tiefer und die Krise wird viel, viel, viel schlimmer. Wenn die Eltern ein bisschen sensibilisiert sind dafür, für all die Verletzungen. Und die Verletzungen merken wir vor allem in der Beziehung mit dem Partner, mit der Partnerin und mit dem Kind. Kinder sind unendlich reich, wie die uns beschenken, was da an alten Verletzungen bei uns ausgelöst wird. Und nicht um uns zu quälen, sondern das Gegenteil, dass wir wieder einen Schritt weiterkommen in der Heilung, weswegen wir auf dieser Welt sind. Ja. Ja, die Kinder halten uns einen wunderbaren Spiegel vor. Das kann man wohl sagen. Ja. Man darf sie nur nicht erziehen, sondern man muss spüren, wie die Kinder uns versuchen zu unterstützen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach für Eltern. Und da wirst du wahrscheinlich auch, Janine, so ein bisschen den Eltern behilflich sein, Desiree, da wirst du wahrscheinlich auch so den Eltern ein bisschen behilflich sein, dass sie mehr in ihre Welt kommen. Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, dass schön, also das, warum das so gut funktioniert mit den Kindern, ist ja auch, weil man sie so sehr liebt. Und natürlich. Sich so schlecht von ihnen trennen kann. Also es ist ja einfach diese, deswegen ist es ja so präsent und so stark und intensiv. Und dort, wo die Liebe so stark ist, dort kommen eben die ganzen starken alten Gefühle hoch. Ja. Mit denen arbeiten und nicht gegen die Gefühle arbeiten. Ich bin wieder depressiv, ich will meine Depression loswerden, ich habe wieder meine Migräne, ich will keine Migräne, sondern mir geduldig sagen, okay, heute wieder eine Migräne, heute bin ich wieder depressiv. Und was will mir diese Depression sagen? Was will mir diese Kopfschmerz, mein Herzschmerz sagen? Und mit den Schmerzen mitgehen und spüren und nicht die loshaben wollen. Den Körper entschlüsseln. Was will der Körper mir damit sagen? Aber das ist eine Lebensaufgabe und ich bin jetzt 79, das habe ich ein Leben lang gemacht. Aber es ist so fruchtbar, weil je mehr man ins Innere geht, ich nenne das den radikalen Weg nach innen, je mehr man nach innen geht, desto mehr kommen unsere Schätze zum Vorschein. Ich war ein Leben lang immer wieder depressiv und habe mich verflucht und war wütend über, wenn möglich, noch meine Eltern, dass die verursacht haben, dass ich so depressiv bin. Und ich merke jetzt so in dieser Suche nach mir selber, dass ich ein wirklich sehr schönes Alter habe. Ich bin nicht mehr depressiv, verstehen. Und das schätze ich eigentlich sehr. Und natürlich viele Therapien gemacht. Ja. Ich habe mich ein Leben lang therapeutisch begleiten lassen, bis heute. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, wir sind eigentlich eine Schatzkiste. Na, also vielleicht war es sogar die Lucia, oder von ihr habe ich es vielleicht gehört, ich weiß es nicht mehr, aber genau, dieses Bild finde ich ganz schön. Ne? Also sich selbst als eine Schatzkiste zu sehen und zu gucken, auch welche Schätze liegen denn in mir vergraben. Ja. Das ist so. Und wenn ich die Leute darauf aufmerksam mache, geht doch nach innen und immer wieder spüren, wo bin ich verletzt und nicht im Außen suchen, dann kommen wir an diese Schatzkiste dran.
unsere großen Schätze, unsere Menschlichkeit, unsere Kreativität, unsere große Liebe, die wir alle in uns tragen, die ist alle im Innern verborgen und die langsam zu befreien. Das ist unsere Lebensaufgabe. Ja. Und dafür können wir keine Kriege führen und etwas Böses im Außen, das ist alles völlig am falschen Ort gesucht. Die Suche geht immer nach innen und je mehr ich bei mir bin, desto mehr spüre ich, dass ich der Ursprung bin von allem. Ja, du hast gerade angesprochen, dass wir eigentlich keine Kriege führen müssten, wenn wir, ja, und unsere Gesellschaft in dieser Massenpsychose ist aber unglaublich aktiv darin, Kriege zu führen. Das kann man wohl sagen, wenn du all die chemischen und biologischen Bomben und die Atombomben anschaust, wie wir alles im Außen sehen und vernichten wollen und bereit sind, alles zu vernichten, weil wir uns gute Nation überleben wollen, dann haben wir Krieg gegen den Terror geführt, die bösen Terroristen, die uns vernichten wollen, und heute führen wir den Krieg gegen die Viren. Das ist immer im Außen, die Todesängste sind im Außen in den Viren und nicht in uns, die uns aktiv halten. Und sobald wir nach diesem Inneren schauen, dann verlieren wir diese Todesängste. Die haben keine Bedeutung mehr. Ja. Ich kann dir dazu nur sagen, zum Beispiel bei mir, ich arbeite ja mit extrem viel Nähe, mit Körperkontakt, direkt Haut an Haut. Und bei mir, weder in den Seminarien, noch in meiner Weiterbildung, noch in meinen Gruppen, ist je Corona aufgetreten. Gibt es nicht. Das ist ein Krieg, den wir gegen die Viren führen im Moment. Also wir sind so ein bisschen, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, wir sind von den Atombomben weggekommen zum Terror, der furchtbar war. Und jetzt sind wir bei den Viren, die sind noch furchtbarer. Mhm. Alles Irrsinn. Alles Irrsinn. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo sich an jeder einzelnen Person so zeigt, in welchen Mustern sie agieren oder gefangen sind. Genau. Das ist nicht mehr so weit weg, sondern es betrifft jede einzelne Person, die sich jeden Tag irgendwie beziehen muss auf das, was die Medien auch vermitteln. Wenn eine Nation die Atombomben hat, dann ist wirklich der Feind außen und die spüren nichts mehr im Inneren. Die sind nur noch gerecht und gut und handeln für ihr Volk und tun das Beste und spüren nicht, in was für einem Irrsinn sie drin gefangen sind. So gesehen kann das eine super Chance sein, sich noch besser kennenzulernen, indem wir gucken, wie wir gerade selbst reagieren. Genau. Ja. Genau. Und immer sehen, dass wir es sind, die wir im Moment so reagieren. Und dann sich wieder in Frage stellen, warum habe ich jetzt so heftig reagiert? Muss das sein? Was ist es in mir? Ja. Und eben die Krankheit nicht mehr loslassen, sondern spüren, was will mir der Körper zeigen? Ja. Das ist eine andere Lebensphilosophie. Aber was ich auch feststelle, ist, dass so über viele Meditationstechniken und Psychotherapien und künstlerisches Schaffen und diese Suche nach sich selber, die ist so immens heftig geworden in unserer Gesellschaft. Das hat sich langsam herumgesprochen, dass die Schönheit nicht außen gefunden wird, sondern im eigenen Innen. Mhm. Das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Ja, genau, das hast du auch immer wieder betont, ne, dass du ein Optimist bist und dass du das Gefühl hast, dass sich gerade ja, durch diese stille Revolution eine neue Menschlichkeit entwickelt. Genauso wie die Mütter, die vor 50, 70 Jahren den Mut hatten, ihre Babys wieder auf den Körper zu nehmen. Ich glaube, dass hier heute wirklich etwas Neues in unserer Gesellschaft aufgebrochen ist, nicht mehr im Außen zu suchen, sondern im Inneren. Ja. Ja, und mein Optimismus geht so weit, dass ich hoffe, dass bis in 100 Jahren die Armeen immer mehr reduziert und schließlich abgeschafft werden.
Ich bin ein rettungsloser Optimist. So wie ich hoffe, dass in 50 Jahren schon die Autos aus unseren Städten verbannt werden und dass die Straßen wieder zu Spielwiesen werden. Ich finde ja, dass die meisten Eltern oder ich würde wirklich sagen 99% aller Eltern, die zu mir kommen, dass die ihr Kind bei sich schlafen lassen und dass sie ihr Kind... 99%? Also wirklich, das sind sehr viele Eltern. Dann hast du extrem progressive Eltern. Das ist unglaublich. Ja, vielleicht liegt das auch an Berlin, möglicherweise. Aber tatsächlich kann ich das, also habe ich das Gefühl, das ist eigentlich schon eher Normalität. Ne? Das Kind soll am Körper getragen werden, so viel wie möglich. Und das machen die auch, auch wenn es ihnen aber auch nicht mehr dabei so gut geht. Und da sehe ich so ein bisschen die Aufgabe auch von Therapeuten und Therapeutinnen, zu gucken, ja, wie kann man denn die beiden trotz dieser körperlichen Nähe auch in eine emotionale Nähe bringen? Also ich finde, die Mütter einfach, oder das sind ja dann nicht nur die Mütter, sondern die Väter müssen dann auch einverstanden sein. Die neue Generation Eltern, die sind wirklich umwerfend, was da geschieht. Und das lässt mich unglaublich optimistisch werden in Bezug auf die Zukunft, was da an Potenz drin liegt. Und das ist ja nicht irgendein Guru, der ihnen das vorgeschrieben hat, sondern das machen die aus sich selber heraus. Das ist wirklich eine Selbstheilung unserer Gesellschaft. Aber das ist natürlich unglaublich schön, mit solchen Eltern zu arbeiten, die ihre Kinder nachts bei sich im Bett tragen. Denn das Kind möchte, wenn es kurz erwacht, möchte eigentlich nur die Nähe der Mutter spüren, einen Schluck von ihrer Brust oder zwei, und dann kann es wieder in den Schlaf gehen. Ist die wenigste Störung von der Mama und die wenigste Störung von einem Baby, indem es sofort wieder in den Tiefschlaf zurücksinken kann. Und wenn Mama und Baby voneinander getrennt schlafen, dann weckt das Kind mit seinem Schreien eventuell die Mama aus dem Tiefschlaf und die ist völlig desorientiert und kommt sofort in ihr Trauma rein. Also das ist das absolut Heilendste, was es gibt. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht wie die La Leche Liga, Brust ist alles und wer dem Kind die Brust nicht gibt, ist eine schlechte Mutter. Das ist ein bisschen Karikatur von La Leche Liga. Aber die Tendenz ist da, wir müssen schauen, dass die Mütter ihre Kinder wieder stillen. So muss ich immer aufpassen, dass ich die Mütter ja nicht unter Druck setze. Ihr müsst das Kind zu euch ins Bett nehmen. Aber wenn ich spüre, dass die Mama diese Tendenz hat, verstärke ich sie natürlich. Und bei dir kommen die schon so in die Praxis. Das ist wunderbar. Ja. Und nun gibt es ja auch die viele Forschung, die Säuglingsforschung und die Prä- und Perinatalpsychologie. Und das heißt, wir wissen ja auch immer und immer mehr, was die Kinder ab der Zeugung erleben. Ne? Und wir wissen immer mehr, welche Bedeutung das hat, die frühen Prägungen. Und dazu möchte ich etwas ergänzen. Ich forsche ja auf dem Gebiet der Psyche und es gibt die Wissenschaft, die Medizin. Und die pränatale Medizin hat herausgefunden, dass die Schwangerschaft absolut entscheidend ist für unsere Art, wie wir leben, ob wir krank sind oder ob wir gesund sind und welche Krankheiten wir entwickeln, mehr Herzinfarkt oder mehr Diabetes oder mehr eine Schizophrenie. Das wird alles in dieser ersten Lebenszeit geprägt. Und was die Medizin auch zeigen konnte, nicht nur in der ersten Lebenszeit, sondern in den ersten 3 Monaten. Das ist verrückt, weil dort quasi die Organe gebildet werden. Und das entscheidet nachher über unsere Gesundheit und Krankheit ein Leben lang. Und was die pränatale Medizin heute herausgefunden hat, und es gibt schon Weltkongresse seit mehr als 15 Jahren und ein Journal, den sie führen über ihre Forschungen, das machen wir von der pränatalen Psychologie seit etwa 100 Jahren.
Nur kann man es in der Wissenschaft dann wirklich ganz genau belegen. Ja. Zum Beispiel, wie ist der Zustand des Papas bei der Zeugung und wie ist sein Stresspegel und was ist sein Einfluss? Und das hat ganz bestimmte Einfluss auf die Qualität seines Samens. Ja. Wirklich von absolut entscheidender Bedeutung. Und es ist ein bisschen gefährlich, das den Müttern zu sagen, dann haben sie noch mehr Skrupel. Aber wenn man denn den Eltern sagen kann, hört, nicht du bist verrückt, sondern unsere Gesellschaft. Und bei dir und bei mir, bei uns kommt das eben zum Vorschein. Und unsere Aufgabe ist, das zum Vorschein zu lassen und um aus dieser Verrücktheit herauszukommen. Dann haben sie den Mut, wirklich ihre Gefühle zuzulassen. Ja. Und wenn eine Mama schwanger ist, wird sie von heftigsten Gefühlen heimgesucht, die Mama genauso wie der Papa. Und das ist auch ein Anliegen von mir. Immer nicht die Mütter ins Zentrum, die sind schuld an allem, sondern die Väter sind genauso verursachend für die Entstehung von seelischen Strukturen wie die Mütter. Ja, ganz wichtig. Ja. Darf ich dir dazu eine kleine Geschichte erzählen? Gerne. Da kamen Eltern mit einem zweijährigen Kind und das hat so aus Verzweiflung den Kopf auf den Boden geschlagen. Wenn es irgendwie etwas nicht so war in seinem Leben, wie es das wollte, und die Mama war selber Psychotherapeutin und die ist darüber verzweifelt, was zeigt mir mein Kind? Und dann habe ich mit den Eltern gearbeitet und der Papa hat gesagt, ich bin ein Atomreaktor. In mir drin sind ganz viele Gefühle, aber ich kann die nicht äußern. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich habe zwei Frauen verloren und ich will meine dritte Frau, mit der ich jetzt dieses Kind habe, nicht nochmal verlieren. Und dann haben wir in der Weiterbildung mit ihm gearbeitet. Und da will ich jetzt nur in Kürze darauf eingehen, was da geschehen ist. Aber ich habe einen Innenkreis von Mitarbeitern, die quasi mit uns Therapeuten gearbeitet haben. Und da stand eine Frau, die wurde immer wütender und hat gesagt, ich möchte am liebsten schreien. Und am Schluss ist sie auf einen Stuhl gestanden und hat mit zwei riesen Kissen aufeinander geschlagen und hat gesagt, ich fühle mich wie King Kong. Also sie war eine väterliche Energie. Mhm. Und ein anderer Mann in der Gruppe hat gesagt, hört doch auf mit dem ganzen Gequatsch, das ist ja alles nur Blödsinn, was ihr da zusammensprecht. Und ich möchte die Eltern gerne so stützen, gell? Und der Vater war sowas von hilflos, es ging eindeutig um den Vater. Er wusste nicht mehr, was machen. Er hat uns am Schluss gefragt, können wir diese beiden Personen nicht aus dem Raum rausschaffen? Und wir haben das Gegenteil gemacht. Wir sind einfach drei Personen ganz nahe an den Papa und haben den beschützt und gesagt, lass einfach kommen, was jetzt kommen will. Und dann haben die drei, vor allem der Papa, konnte am Schluss dann selber auch schreien. Und er hat geschrien wie verrückt und dabei sind ihm die Tränen geflossen. Jetzt erschüttert übrigens, wie dieser Atomreaktor plötzlich diese Risse bekommen hat und er sehen konnte, wie viele Gefühle und die sind dann nach außen gekommen. Und als er weinen konnte, ist diese Frau vom Stuhl runtergestiegen und hat gesagt, jetzt habe ich kein Bedürfnis mehr zu schreien und jetzt habe ich kein Bedürfnis mehr zu lärmen und ich bin auch nicht mehr wütend. Und der Mann, der vorher gesagt hat, hört doch auf mit diesem blöden Gequatsche, ist mit dem Vater rumgetanzt im Raum drin. Und der Vater hat zum ersten Mal gesehen, wie schön das ist, wenn Gefühle rauskommen dürfen. Und in der Beziehung hat das bewirkt, die Mama hat gesagt, das sei eine ewige Quelle von Streit. Wenn der Papa so rational ist, das hält sie fast nicht mehr aus. Das ist einfühlsam. Und sie hat erlebt, wie ohne Druck auf den Papa, sondern das ist im Raum entstanden, der Papa zu seinen Gefühlen gekommen ist, ohne dass sie quasi dauernd ihn beeinflussen musste oder wollte, dass er doch seine Gefühle zulassen kann. Das ist ein schönes Beispiel, wie sie fehlt. Ja.
Filter sind absolut entscheidend. Ja. Ja, absolut entscheidend sind die Väter und auch die Räume, die sowas zulassen. Und die? Und diese Räume, die sowas zulassen. Ja, natürlich. Natürlich. Und mein therapeutisch, und das wirst du wahrscheinlich genauso spüren, Desiree, dass du den Raum, den du öffnest, ist die Möglichkeit, dass diese Eltern sich entwickeln können, wenn wir sie nicht pathologisieren, sondern wenn wir wirklich ihnen den Raum eröffnen und mit ihnen mitgehen. Und weißt du, ich habe selber so viel Irrsinn in mir getragen, ein Leben lang. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, irgendwelche Pathologien irgendeinem Vater oder einer Mutter anzuhängen. Ich weiß, wie sehr ich selber in diesen ganzen Pathologien drin gehangen bin, sondern ich helfe denen, aus ihrer Pathologie rauszukommen. Und das ist ein völlig neuer Ansatz. Ja. Und macht im Übrigen unglaublich Spaß, so zu arbeiten. Ich bin immer völlig beglückt nach meiner Arbeit und habe das Gefühl, ich sei langsam süchtig nach meiner Arbeit. Ja, weil dabei so viel geboren wird. Ja. Das ist ja immer wieder ein Neuanfang. Ne? Das ist so, ja. Genau, das ist diese herzöffnende Arbeit, die ich auch eben so liebe. Klar. Und die ist so ernährend, nicht nur für die Eltern, sondern oder für die Menschen, mit denen ich habe, sondern für mich auch. Mhm. Ja. Genau. Der Matthew Appleton sagt das auch immer so schön. Er lernt ja jedes Mal was Neues dazu. Das ist so. Ja. Ja. Oder ich würde den Aspekt nicht so sehr auf, jeder Mensch öffnet mein Herz, meine Seele wieder ein Stück weiter. Ja. Für mich geht es vor allem zentral um Gefühle. Gefühle zulassen dürfen und nicht mehr zurückhalten, wie wir das ein Leben lang lernen mussten, um in dieser Gesellschaft zu überleben. Genau. Ja, du kennst natürlich viele von meinen Ideen, gell? Von Matthew Appleton her, dein Ausbildner. Genau. Ja. Ja, da sind wir ja sozusagen... das sind sozusagen unsere gemeinsamen Quellen. Ne? Also, ja, klar. Klar. Und ich schätze den Matthew extrem. Und er kommt natürlich auch aus dieser Ecke von William Emerson in Amerika. Und Carlton Terry. Und Carlton Terry, genau. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja. Dieses Herzöffnende, ne, wovon wir gerade so gesprochen haben, das ist ja auch das, was wir gerne mit unserem Kongress ja unterstützen wollen, ne, dass sich innerhalb der Gesellschaft auch ein Stück mehr Herzöffnung stattfinden kann für diese erste prägende Zeit. Also dass die Kinder nicht unbeschriebene Blätter sind, die da als Zellhäufchen oder so heranreifen, sondern sie haben sich entschieden, hier ins Leben zu kommen und sie werden ab der Zeugung mit all unseren Vorerlebnissen mitgeprägt. Ja. Ja, das sind alles, wir sind alles alte Seelen, die schon viele Male gelebt haben. Mhm. Und das sind keine Zellhäufchen. Du hast irgendwo auch mal erwähnt, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Seelen auf die Welt kommen, die schon, also die ihre Lichthaftigkeit im Leben auch nicht verlieren, die sozusagen mit einer bestimmten Aufgabe hier ins Leben kommen, um die Welt auch mit zu verändern. Ich glaube, dass wir heute in einer extrem bewegten und lebhaften Zeit leben, noch nie so intensiv wie heute. Und mit Corona geschieht wirklich weltweit etwas, was so neu ist. Und wenn du das so sagst, kommt mir dazu eine Geschichte in den Sinn. Ich weiß leider das Volk nicht mehr. Die haben im Jahr 2000 erwartet, dass die Welt untergeht. Und dann ist sie nicht untergegangen und dann haben sie ihre Schamanen gefragt, was ist denn da los? Wir waren alle auf Weltuntergang eingestellt
Und dann sind die Schamanen in die Meditation gegangen und haben nachgespürt. Und dann haben sie herausgefunden, da gibt es so viele Lichtpunkte auf dieser Welt, dass die Welt nicht untergehen konnte. Und was ihr in diesem Kongress macht, was wir mit unserer Arbeit machen, ist, diese Lichtpunkte zu vermehren. Dass da mehr Herz, mehr Menschlichkeit, mehr Kreativität in unsere Welt kommt. So sehe ich meine Arbeit. Ja. Die Evolution vom denkenden Menschen zum herzgeführten Menschen. Genau. Das Herz ist das absolut Entscheidende, unsere Gefühle. Ja. Und dass unser Herz zum dominierenden Organ wird in der Zukunft, dass die Gefühle, es geht nicht mehr um den Verstand, sondern es geht um die Gefühle und dass wir die wirklich jederzeit zulassen dürfen. Und wir sind im Moment wirklich in einem extremen kollektiven Umbruch, wo ich glaube, dass viele Seelen gekommen sind, weil sie diesen Umbruch jetzt erleben möchten, der jetzt geschieht. Und ich bin natürlich voller Optimismus. Erstmal ist es furchtbar, was geschieht mit Corona. Es ist einfach nur furchtbar. Aber ich hoffe, dass das die Öffnung ist von etwas wirklich Neuem. Von einer neuen Menschlichkeit, von einer neuen Spiritualität. Ja, dass die auch hier die stille Revolution stattfinden kann. Genau. Nicht das Kämpfen gegen irgendwas. Genau. Sehr schön. Ja, ich wünsche euch mit eurem Kongress viel Erfolg, dass ihr die Seelen der Menschen erreicht, die Herzen der Menschen erreicht und dass die den Mut haben, diesen Weg der Öffnung die sehen ja nur solche Menschen, werdet ihr haben, aber dass sie den Mut haben, diesen Weg weiter konsequent zu gehen. Ja. Sich zu öffnen nach innen. Genau, und ich glaube, dazu hast du ganz, ganz groß beigetragen und wir danken dir ganz, ganz von Herzen und schön, dass wir dich dabei haben durften, lieber Franz, und alles Gute für dich. Herzlichen Dank euch beiden für das Interview und wir werden mal wieder hören voneinander.